So, einen wunderschönen guten Morgen. Das gilt auch an euch natürlich, ja, falls jemand live zuguckt. So, ich habe kurz den Stream angemacht. Ich habe jetzt eine Reparatur. Und zwar Bremszüge. Der funktioniert nicht mehr. Der offensichtlich auch nicht mehr. Ja. Deswegen müssen beide Bremszüge getauscht werden. Zum einen wegen Rost, Korrosion in der Zughülle drin. Ja, zum anderen, nee, wie gesagt, der öffnet, schließt ja nicht mehr richtig. Hier ist auch ein mega Schlag in der Felge. Hier, das ist ja so weit hier. Hoffentlich sieht man das, wie dramatisch das eigentlich ist. Werde ich mit einer Zange ein bisschen zurechtbiegen müssen. Aber viele machen es trotzdem, fahren trotzdem damit. Das ist natürlich nicht richtig. Gut, ich fange an. Zuerst mal die alten Züge ausbauen. Dazu löse ich die Schrauben hier unten. Diese Mutter hier. Die löse ich. Dann kann ich den Zug rausziehen. Hier. Und dann Zug raus. 10er Schlüssel. Ansetzen. Mit einer Hand ist das immer doof. Man bräuchte noch einen Kameramann. Hier das gleiche. 10er Schlüssel ansetzen. Lösen. Zange zum Kabel. Mache ich hier. Erstmal vorne. Das gleiche hinten. Zack. Und durch. Jetzt können wir den Zug hier rausziehen. Hier durchziehen. Hier vorne. Rausziehen. Und hier oben. Ah, guck mal, wie rostig das ist hier oben. Das ist doch kein Wunder. Was soll denn da funktionieren? Einzige, was wir jetzt hier noch brauchen können, ist dieser Gegenhalter. Den heben wir auf. Das gleiche machen wir vorne. Habe ich mal schnell gemacht. So, raus. Ja. Gegenhalter ab. Und das nehmen wir jetzt nur noch als Vorlage zum Ablenken der neuen Zughüllen. So, wir haben drei verschiedene lange Zughüllen und zweimal neue Züge. Die habe ich jetzt geholt. Zughüllen habe ich schon abgelenkt. Jetzt nehmen wir die zwei neuen Züge und setzen die ein. Und einsetzen und drehen. Also einsetzen und verdrehen. Auf diese Züge. Als nächstes kommen diese Gegenhalter. Zughüllen-Gegenhalter, Bremszug-Gegenhalter, was auch immer. So rum. Dünne Seite zuerst. Jetzt entfernen wir noch den Restzug hier, der hier noch drin klemmt. Da. Ja, der muss noch raus. Drück die Bremse zusammen. Zieh es raus. Weg ist er. Ja. So, ja, und jetzt geht's schon wieder ans Zusammenbauen. Ich nehme eine Zughülle. Das Ende vom Bremszug für vorne. Führe ein. Dadurch. Und natürlich muss das Ende noch da unten durch. Da brauche ich jetzt aber beide Hände. Deswegen stelle ich euch hier ab. Weil ich das ein wenig zusammendrücken muss. Dazu brauche ich die eine Hand mit der anderen Hand. Fädel ich es hier durch dieses Loch durch. Fantastisch, ich freue mich sehr. Wie gesagt, man bräuchte noch einen Kameramann, der das ein bisschen professioneller in Szene setzt. Aber jetzt halte ich es auf Spannung. Funktioniert wunderbar. Ich hoffe, das gefällt der jungen Dame auch so, wie ich demonstriere. So, um den einen jetzt erstmal abzuschließen, kürzen wir den hier unten auf der Länge, ja, so lang wie die Bremse ist. Da. Jetzt bekommt das gute Stück noch eine Endhülse, eine Quetschhülse. Das war's. Das Teil bekomme ich jetzt noch. Wunderbar. Jetzt die andere Seite, diese Seite. Bremst zur Kühle.
Schön. Jetzt wird eingesetzt. Anschlaghülse. Gut aufgefädelt. Zack. Dadurch. So muss es aussehen. Das gleiche wird jetzt hier hinten gemacht. Also war fertig. Und das hier. Das hier. Also geht hier oben los. Da. Da. So. Und da unten durch. Gespannt, gekürzt, Endkappe rauf, fertig. Ich halte das hier mit dem Handballen hier unten. Also ich spanne und dann drücke ich es mit dem Handballen gegen den Rahmen, damit es nicht zurückrutschen kann. Ja. Wird es gekürzt. Vielleicht gucken wir erstmal wegen dieser Beule hier. Das ist ja nicht so schön. Die biegen wir erstmal zurück. Die große Zange mit Gefühl bitte, ja. Hier ist auch noch eine. Oh Mann. Lässt sich aber sehr leicht formen, also ich denke, die macht nicht mehr lange. Eieieiei. Ei, ei, ei. Ja. Aufs Gelenk. Erstmal ein bisschen Kriechöl. Schauen wir mal, wie es zieht. So, die Bremse ist offensichtlich lose. Zumindest steht sie total schief. Zur Hölle, mein Shit. Das ist eine Katastrophe. Zack. Kürzen. Und auch hier die Endhülse nicht vergessen. Sie ist ganz wichtig. Und auch hier schmeiße ich die Endhülse wieder weg. Also die Zange rein. Ich sag mal so, das war's eigentlich schon wieder. Ja? Das war's. Zwei neue Bremsbeläge sind, zwei neue Bremszüge sind drin. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das bremst, funktioniert. Das war's. Bis dann. Ciao.